Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, hier hereinzuschauen in diesen wunderschönen sonnigen Kanal. Es geht um die Decke hier in diesem Raum. Ihr könnt. Jetzt habe ich noch zwei zu streichen und die Farbe ist aus. Jetzt werde ich euch trotzdem mitnehmen. Ihr habt mich quasi überzeugt, dass ich euch das zeige, wie ich das anmache. Also ich nehme mir hier aus dem Fass ganz wenig heraus. Ein bisschen noch, obwohl das schon fast zu viel ist. Klopfe das ab. Ich habe geklopft, jetzt kommen die Hunde, weil sie glauben, es hat jemand geklopft. Jetzt kommt hier Wasser hinein und jetzt rühre ich das Ganze in das Wasser ein. Und die getrockneten kann ich jetzt abwischen. Hier sieht man den Staub. Also das geht eigentlich sehr gut. Und man sieht hier auch, wo mehr Farbe ist. Hier, das sieht eigentlich sehr interessant aus. Ich könnte da jetzt einiges noch wegwischen. Gefällt mir sehr gut. So, und die fertigen stelle ich mir dann gleich alle rüber. So, Achtung Wilma. So. Jetzt werde ich mir immer zwei, drei herlegen, richtig. So, und jetzt schauen wir, wie ich das alleine zusammenbringe. Diese dritte habe ich vorher alleine schon raufgetan. Jetzt musste ich mir noch Schrauben holen, weil am Ende ist etwas viel Spannung. Da geht mir der Nagel durch, also dieser Stift. Jetzt werde ich das schrauben. Mit diesen Schrauben, das geht natürlich ausgezeichnet. Das habe ich früher schon mehrmals probiert, also so gemacht. Die Decke in der Tischlerei habe ich genauso gemacht. Karl August. Hier habe ich 15 mm Luft. So, und jetzt kommt der etwas blöde Teil. Jetzt muss ich immer herunterklettern und rauf und herunter und herauf. Ich könnte jetzt irgendeinen Freund so auf einen Kaffee einladen. Und wenn er hier ist, würde ich sagen, oh, kannst du mir helfen? Jetzt muss ich bei jeder Reihe hinaufklettern. Hier, das geht nicht ganz zusammen. Da habe ich von meinem Großvater jetzt einen Hammer. Werden wir schauen. Okay. Besser geht's nicht. Hier kann man ein wenig sehen. Das wäre natürlich perfekt und hier ist ein wenig Luft. Nächste. So, und wieder hinauf. Das sind spezielle Dielenschrauben. Ich muss jetzt in die Höhe drücken, daher muss ich die Kamera weglegen. Ihr habt gesehen, oben ist Luft, wenn ich nicht andrücke. Jetzt mache ich es so, dort drüben klopfe ich es zusammen, schraube es einmal an. Zuvor stelle ich mir hier in der Mitte eine Spreize her und dann kann ich jetzt draufklettern und kann das dort drüben machen. Jetzt klettere ich hinauf, das könnt ihr zum Glück nicht sehen. Jetzt kann ich das hier schön rein und die Spreize
Spreitfest nach unten gefallen. Dafür mal nett mit allen sein, dann hilft euch auch jemand, wenn ihr jemand braucht. Ich bin anscheinend nicht sehr nett. Ich kann alleine 4 Meter lange Deckenteile an die Decke anbringen. Jeder, wie er es verdient. Jetzt bin ich mal hier, jetzt mache ich das Loch zu. Ich habe zum Glück noch so eine Dampfbremse, dass wenn hier herinnen Hitze ist und die steigt auf, der Dampf quasi, dass die Steinwolle nicht nass wird. Und auch das Holz und so weiter und so fort. Dann habe ich noch so ein Würth-Spezialklebeband, mit dem man die Stöße abklebt. Und hier mit diesen Dachkanten, also Dachlattenresten, verlängere ich das. So, jetzt muss ich da wieder rauf. Das kommt hierher. Da brauche ich auch eine Wasserwaage. Ich kann aber mal vorbohren. Ist es immer mühsam. Hierzu habe ich 4x50er Schrauben. Schraube ich das hier an. Ich gehe mal hier beim Staffel bündig. Und später werde ich das dann hinten auf- oder abbiegen. So, hier herüben dasselbe, aber hierzu länge ich mir das noch ab. Hier circa. Und mit diesem Abschnitt mache ich mir gleich die 2 Haken, die ich da raufhängen muss. Und jetzt muss ich quasi das hier anschrauben und das dann hier seitlich. Denn hier ist Massivholz, ja. Dann werde ich das hier abschneiden und das hier. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. So, jetzt 2-mal vorbohren. So breit ist der Baum, der hier oben ist. Unvorstellbar. Unvorstellbare Breite. Jetzt habe ich die Wasserwaage hier. Kontrolle, wo ich hin muss. Das ist ganz genau in der Waage. Damals habe ich noch sehr genau gearbeitet. So. Jetzt schraube ich das hier an. Um einen halben Millimeter muss ich nach oben. Ich klebe das dann irgendwie hinein, diese Folie, und von oben stopfe ich es mit, hier oben kann ich ja rein, stopfe ich es mit Steinwolle zu. Ursprünglich war das geplant, das habe ich glaube ich schon gesagt, zum Auf- und Absteigen hier, aber das werde ich wohl nicht nutzen. Nützen, Nutzerin. Genützt, genützt am nützesten. Auch hier, ganz genau. Also, hier muss ich mich wirklich selbst loben. So, vielleicht noch einen Schrauben ohne Vorbohren. Schauen wir, ob das zerspringt. Nein, aber gut ist das normal nicht. So, hier noch. Wie ich das abklebe, was es sinnhaft ist, weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich schneide mal hier eine Bahn herunter, die so breit ist wie das ungefähr. Jetzt schneide ich hier mal ein paar so kurze Anhefter herunter. Traumhaft schöne Arbeit. Sowas tut natürlich im Herzen.
gut. Circa eine halbe Stunde später sieht das Ganze so aus. Überall dicht. Das hat man gut bemerkt. Hier hat man es gut bemerkt. Und zwar, es hat sehr gezogen, wo es nicht dicht war. Jetzt musste ich einfach so lange kleben, bis es nicht mehr gezogen hat. Jetzt schwitze ich wieder. Also wie man es macht, ist es nicht gut. Jetzt musste ich mir noch zwei 470er Schrauben holen, dass ich das hier befestigen kann. Das hätte ich eigentlich vorher schon können. Eigentlich hätte ich das zukleben können, bevor ich das hergebe. Aber warum einfach, wenn es auch so geht? Ja, und oben haue ich ein wenig Steinwolle hinein. Und das sollte dann reichen. Oh, bist du heiß. Etwas Schmerzen im ganzen Körper natürlich. Hier, das ist nur 1,15 Meter hoch. Und ich bin 2,90 Meter groß. Somit war das eine enorme Herausforderung. Die Lampe ist jetzt an der Reihe. Hopp. Jetzt nehme ich das Brett hier. Das kommt so, nein, wo? So lege ich. So kommt das Brett hinein und 135 von hier ist die Lampe. 135, das ist hier. Und dann mittig von dem sind 5,5. Sie ist jetzt ausgerissen, aber egal, da habe ich sowieso so eine große Lampe. Jetzt brauche ich eine Abisolierzange. Ich habe nur den Seitenschneider hier. Wenn ich mit Strom was mache, drehe ich immer den Strom ab. Seit ich in meiner Elektrikerlehre im vierten Lehrjahr rausgeschmissen wurde, bin ich da sehr vorsichtig. Ich habe so eine Abisolierzange, aber wo ist die Abisolierzange? Hilfe! Hier ist sie. Jetzt könnte es lustig werden für euch. Zuerst muss ich das Gerüst ein wenig umbauen. Jetzt schneide ich das Teil hier ab. Hier werde ich es lassen. Jetzt sehe ich gleich, ob Strom drauf ist. Hopp, die Birne hätte ich nicht fallen lassen sollen. Das war jetzt etwas. Das lasse ich so weit. Jetzt ist Abisolieren an der Reihe. Und wenn man jetzt noch kontrollieren will, man hält die zwei zusammen und es ist nichts, oder so kann man es auch testen, dass man sich hier so herstellt. Ich hoffe nur, dass keiner in die Werkstatt geht und die Sicherung aufdreht. Und es ist ganz wichtig, dass man blau bei N hineingibt und braun bei L. Wenn man es verkehrt hineingibt, läuft die Glühbirne in die verkehrte Richtung. Ah, nein, was habe ich vergessen? Das Brett. Ich muss ja das Brett draufgeben. Jetzt war ich schon wieder zu schnell. Ich bin zu schnell für diese Welt. Hier habe ich mir unten was angeschraubt, damit es nicht so leicht umfällt. Bei der letzten Reihe angelangt, arbeite ich natürlich mit Hebelwirkung. Hier drücke ich mir das Teil so fest in die Feder hinein, dass keine Luft ist. Und jetzt kann ich ja nicht halten und schrauben gleichzeitig. Jetzt gebe ich mir hier das Backel her. Und es hält alleine. Auf meine Festool habe ich mir den Winkelaufsatz hinaufgegeben. Jetzt kann ich hier ordentlich schrauben. Und das hält. Hier dasselbe. Hier drinnen muss ich wieder Druck geben. Ich habe die Feder jetzt abgebrochen, aber das geht schon. Und die letzte Reihe messe ich jetzt einfach. Hier habe ich 7 cm. Das werde ich auf 5 abschneiden. Angekommen bei der letzten Reihe,
die gehört natürlich eingeschnitten. Hinten haben wir 7 cm bis zur Mauer, vorne haben wir 6 cm. Die Hälfte, also zwischen 7 und 6, ist 6,5. 15 mm Luft, sehr kompliziert, ist, ich schneide es mit 5 herunter. Das heißt, wo die 7 sind, sind dann 2 cm Luft und wo die 6 sind, ist 1 cm Luft. Ich decke sowieso, glaube ich, fast 3 cm ab mit dem, was ich vorhabe. Jetzt stelle ich 5 ein. Schneide das herunter und was sehen wir? Es geht sich nicht aus mit der Türe. Jetzt kann ich quasi die Kreissäge auf die Straße bringen oder eine andere Lösung. Ich mache die Tür auf. So, jetzt wird geschnitten. Gehörschutz ist ganz wichtig. Man hat nur 2 Ohren. Wenn ich jetzt ganz durchschneiden hätte wollen, hätte ich beim Tisch hier den Queranschlag abmontieren müssen. Das zahlt sich wegen einer Leiste, was auf der Decke ist, wo der Schnitt nicht mal 100% passen muss, nicht aus. Einfach umdrehen und die Geschichte ist geschehen. Und super ist es, wenn man hinter der Kreissäge eine Türe hat oder wenn man zum Beispiel in einem Haus drin die Kreissäge stehen hat, kann man ja das vor das Tor hinstellen, dass man auf die Straße hinausschneidet. Also immer etwas mitdenken, wo man die Maschine hinstellt. Und bei der letzten Reihe werden wir auch mit Hebelwirkung arbeiten. Wir werden das hineingeben und mit einem Holzstück das hineinpressen, quasi über den Hebeldruck. Denn mit dem Hammer oder ähnliches kann man nicht mehr schlagen, weil ja kein Platz ist. Die Randleiste deckt dann die Luft ab. Die letzte Latte ist drinnen. Ich zeichne mir hier nur an, wo die Unterkonstruktion läuft. Dann kann ich eine Schraube geben. Wenn ich mir das hier nicht anzeichnen würde, weiß ich ja nicht, wo ich mit der Schraube hin muss. Diese Striche werden dann sowieso abgedeckt. Eine Schraube hier vordrehen. So. Ziegenfüßchen. Okay, hier ist sehr viel Spannung. Das ist das Problem. Ich habe die zu lange liegen lassen. Ich hätte, wenn man sowas kauft, am besten gleich montieren. Und auch wenn man es dann auspackt, jetzt ist das übers Wochenende eigentlich gelegen. Das dreht sich. Also die letzten Reihen, das war jetzt wirklich nicht sehr lustig. Daher, ich kann nur empfehlen, alles auf einmal fertig machen. So schnell wie es geht. Aber egal, ich würde sagen, ich schraube das jetzt noch fertig an. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht gibt es dann Teil 2 oder die Nadel schneiden zwischendurch noch ein anderes Video und dann kommt hier Teil 2, wie wir die Randleisten montieren. Bei den Randleisten habe ich auch eine eigene Idee und zwar, diese Wand ist sehr bucklig, also wie es früher war, ich will ja diesen Raum so haben, wie er früher war, um irgendwie so einen kleinen, eine kleine Oase zu Hause zu haben. Auf jeden Fall werde ich hier unten zuerst eben so 12-13 mm Resthölzer geben, was mir hier übergeblieben ist, das werde ich in der Mitte durchschneiden, werde das hier andübeln und dann kommt die richtige Abdeckleiste drüber, die springt unten einen Zentimeter vor, dann hat man hinten quasi so eine Schattenfuge, man sieht diese bucklige Wand weniger und ich kann das dann schön nageln, es hält alles gut, weil darunter ja quasi schon ein Massivholz angetübelt wurde, aber die Schrauben will ich natürlich heraus auf Sicht nicht sehen. Und wenn der Raum wieder gemalt wird, ausgemalt wird, muss ich auch oben nichts abkleben, denn durch diese Schattenfuge kann ich mit dem Pinsel vorsichtig hineinarbeiten. Und ich erspare mir eigentlich einiges. Das wäre der Plan. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall sage ich danke. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns wieder nächste Woche.